Hey, willkommen zurück hier im Börsentag. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir gleich ins Video durchstarten, wo es darum gehen soll, wie du die beste Freundin, die du verliebt bist, zu deiner Freundin machen kannst, auch wenn ihr jetzt gerade nur Freunde seid, habe ich etwas Kleines für dich mitgebracht, nämlich ein neues Quiz, das ich gestaltet habe, in dem du rausfinden kannst, und zwar völlig kostenlos, wie gut du dich mit dem Thema Anziehung auf Frauen auskennst. Das Quiz kannst du im ersten Link in der Beschreibung machen oder hier oben in der Ecke im Quiz erfährst du eben, wie gut du dich damit auskennst, was Frauen anzieht, und das wird dir auch gerade dabei helfen, wenn du jetzt dieses Video schaust und dir wünschst, deine jetzige beste Freundin zu deiner Freundin zu machen, dann ist Anziehung etwas, mit dem du dich auf jeden Fall auseinandersetzen musst, um diese Frau zu deiner Freundin zu machen. Schau am Ende des Quizzes gerne auch noch das Video, was du dort siehst. Da erfährst du noch weitere Informationen, die dir nützlich sein werden, eben genau gerade, wenn du in diese Situation steckst und deine beste Freundin hast, in die du verliebt bist und du willst sie gerne zu deiner Freundin machen. Also fangen wir erstmal damit an, dass ich dir jetzt sagen muss, du steckst in einer schwierigen Situation fest. Das muss man mal so festhalten. Es ist nicht unmöglich, da rauszukommen, aber es wird schwierig und du wirst Geduld haben müssen. Denn wenn zwei Menschen sich treffen, dann definieren sie ihre Beziehung relativ schnell am Anfang. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir uns treffen und der eine von uns ist der mehr Dominantere in dieser Unterhaltung und der andere ist mehr der Unterlegene in der Unterhaltung, dann wird sich diese Dynamik relativ schnell etablieren und dann ist es eben so. Dann bin ich meistens der Dominantere und du zum Beispiel meistens der Unterlegenere oder eben andersrum. Das heißt, wenn du mit einer Frau anfängst und du fängst auf einer freundschaftlichen Ebene an, dann ist es schwierig, dieses freundschaftliche Dynamik umzukehren, und je länger du schon mit ihr befreundet bist, desto schwieriger wird es. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, wenn du sie jetzt erst ein paar Mal getroffen hast und du hast noch nichts gemacht in die partnerschaftliche Richtung, ihr habt euch noch nicht geküsst, du hast noch keinen Vorstoß gemacht in diese Richtung und ihr habt euch noch nicht so oft gesehen, dann ist das noch nicht so schlimm, dann kann man das noch umkehren. Wenn ihr aber schon seit mehreren Jahren Freunde seid, dann musst du dich auf einen langen Prozess vorbereiten, in dem du auch theoretisch sie als Freundin verlieren kannst. Deswegen überleg dir immer, hey, was ist mir jetzt wertvoller? Will ich die Frau unbedingt haben und will ich es riskieren? Oder will ich sie einfach als Freundin behalten und neue Frauen kennenlernen? Das musst du dir an der Stelle erstmal überlegen. Und dann möchte ich dir grundsätzlich empfehlen, in Zukunft bei allen Frauen, die du in Zukunft kennenlernst, wenn es jetzt zum Beispiel nichts wird mit deiner besten Freundin, wirklich einfach direkt zu sagen, was du willst, direkt zu sagen, was Sache ist. Denn über diese Freundschaftshintertür kommt man meistens nicht in die Beziehung. Das geht immer nur schief. Das sind Methoden, die Männer anwenden, die nicht so viel Erfahrung mit Frauen haben. Und das wenden nur deswegen diese Männer an, weil diese Methoden einfach nicht funktionieren. Männer, die viel Erfolg mit Frauen haben, die gehen zu der Frau hin, sagen ihr, was sie von ihr wollen, und wenn die Frau darauf keine Lust hat, dann ist es für sie auch in Ordnung und dann lernen sie auch wieder andere Frauen kennen. Ja, versuch nicht über so ein Hintertürchen, so einen zweiten Weg, so, oh, ich bin erstmal mit ihr für ein Jahr befreundet und dann irgendwann, wenn sie merkt, dass ihr Freund, mit dem sie zusammen ist, ein Arschloch ist, dann komme ich mit ihr zusammen. Das kann funktionieren, das hat auch schon für Leute funktioniert, aber frag dich, willst du wirklich 1-2 Jahre warten, bis sie nicht mehr in einer Beziehung ist oder bis sie irgendwann erkennt, dass du der Richtige bist, bis du mit dieser Frau zusammenkommst, oder willst du vielleicht in der Zeit ganz viele andere Frauen treffen können, die viel besser zu dir passen und die auch direkt Lust haben, dich als Mann kennenzulernen und nicht dich nur als Freund zu haben? Willst du dir ein Jahr lang oder länger das wirklich antun, einfach nur als Freund neben mir zu sitzen, dir Geschichten von anderen Männern anzuhören, während du dir eigentlich denkst, oh mein Gott, ich will diese Frau an meiner Seite haben. Warum trifft sie sich mit diesen ganzen anderen Männern? Sie sollte sich eigentlich mit mir treffen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, denn deswegen hast du ja wahrscheinlich eingeschaltet, dass du sie zu deiner Freundin machen willst. Ja, das ist alles nicht optimal, aber gehen wir davon aus, du würdest das machen wollen. Dann möchte ich dir jetzt einen kleinen Schritt-für-Schritt-Prozess mitgeben, den du folgen kannst. Und damit hast du die größtmöglichsten Wahrscheinlichkeiten, dass sie tatsächlich zu deiner Freundin wird. Erste Regel, erste Grundregel, hab Geduld. Eine Dynamik in einer Beziehung, denn Freundschaft ist ja auch eine Beziehung, zu verändern, das dauert seine Zeit. Und wenn du es sofort und mit einem Vorschlaghammer machst, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, wenn du jetzt zu ihr hingehst und sagst, hey, ich liebe dich, lass uns zusammen sein, dann wird das wahrscheinlich in 99% der Fälle nicht funktionieren. Deswegen solltest du einen langsameren Weg gehen. Und wie gesagt, das ist alles nicht optimal, aber wenn du an diesem Punkt bist und das jetzt machen möchtest, dann gebe ich dir einen Plan mit. Und zwar sieht der Plan zuerst mal vor, dass du andere Frauen triffst. Das ist ganz wichtig, denn im Kopf dieser Frau, im Kopf deiner besten Freundin, bist du einfach irgend so ein Typ und einfach nur ein Kumpel für sie. Wenn du jetzt anfängst, andere Frauen zu treffen, hast du erstens den Vorteil, dass du etwas lernst über den Erfolg mit Frauen, aber du hast auch den Vorteil, dass deine Freundin mitbekommt, hey, wow, auch andere Frauen interessieren sich für ihn. Der Typ, es ist wirklich ein Mann, der auch vom Markt verschwinden könnte, und so kommt zum ersten Mal so ein bisschen der Gedanke in den Kopf deiner Freundin, oh, auch andere Frauen interessieren sich für ihn. Und wenn deine Frau merkt, dass sich andere Frauen für dich interessieren, dann macht dich das gleich, also macht, dann wirst du gleich interessanter für die andere Frau. Das wird auch für deine beste Freundin so sein. Auch wenn ihr nur Freunde seid, ja, das ist ja nur irgendwas Gesagtes. Du sagst ja nur, wir sind nur Freunde. Aber innen drin wird die Frau spüren, ha,
ist das vielleicht doch ein attraktiver Mann? Vielleicht war es gar nicht richtig, nur mit dem befreundet zu sein. Das wird passieren, wenn du auch andere Frauen datest. Und dann wirst du natürlich auch deiner besten Freundin von diesen anderen Frauen erzählen. Denn ihr seid ja beste Freunde. Und unter Freunden unterhält man sich natürlich über, hey, mit wem gehst du so aus? Hey, ich habe diesen Typen kennengelernt. Das ist ja ganz normal. Du unterhältst dich mit deinen männlichen Freunden über Frauen. Und Frauen unterhalten sich mit anderen Frauen auch über Männer. Deswegen unterhältst du dich natürlich auch mit deiner besten Freundin über andere Frauen und andere Männer. Ja, und wichtig ist an der Stelle, wenn sie dir von anderen Männern erzählt, dann sei nicht eifersüchtig, sei nicht neidisch und sei so, oh nein, triff doch lieber mich, sondern akzeptiere das einfach, triff andere Frauen und fang erstmal damit an, dass die Frau sich dann denkt, ha, dieser Mann trifft auch andere Frauen, vielleicht ist er gar nicht dieser uninteressante Mann, der nur ein Freund ist, vielleicht finde ich ihn ja doch ganz interessant, vielleicht ist er ja doch ein wertvoller Mann. Also im Kopf deiner besten Freundin wirst du automatisch als Mann wertvoller, wenn du auch andere Frauen triffst und mit ihr darüber redest. Denn es ist ja natürlich, mit deiner besten Freundin über diese Dinge zu reden. Ja, du kannst ja auch vielleicht Tipps von ihr einholen, fragst sie nach dem Rat in so einer Situation und dann wird sie denken, ha, was war das halt der Fehler, mit diesem Mann nur befreundet zu sein? Und das ist erstmal der erste Schritt, um so ein bisschen überhaupt das Bild im Kopf deiner besten Freundin erstehen zu lassen, hey, das ist ein anziehender Mann. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn du das gemacht hast, und das ist auf jeden Fall der erste Schritt, dann solltest du so langsam mit der Zeit anfangen, so ein bisschen mit deiner besten Freundin auch zu flirten. Das heißt, bau mehr Körperkontakt ein, vielleicht kuschelt ihr ja jetzt schon. Wenn nicht, dann könnt ihr das so ein bisschen einführen, du kannst sie mal ein bisschen berühren, ihr könnt euch massieren gegenseitig. Also bau einfach mal immer mehr so ein bisschen Körperkontakt ein. Aber auch hier, wie gesagt, mach das langsam, mach das mit der Zeit, denn wenn du wenn deine besten Freundin bis jetzt nicht viel Körperkontakt gemacht hast und du machst dann auf Fingerschnips, versuchst du sie zu küssen oder willst mit ihr kuscheln oder was auch immer, dann ist das zu viel. Aber du kannst das über die Zeit langsam aufbauen. Ja? Berühre sie ab und zu mal, dreh sie ab und zu mal, dann lass dich mal von ihr massieren. So sagst du, oh, ich brauche mal eine Massage von ihr, lass dich mal massieren. Bau so langsam ein bisschen mehr Körperkontakt auf. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass du andere Frauen triffst, das wird immer mehr das Bild im Kopf deiner besten Freundin erwecken lassen von wegen, oh, er ist ein attraktiver Mann und jetzt, ah, wir berühren uns, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und genau, in diese Richtung kannst du da weiter vorstoßen. Dazu muss gesagt sein, dass es sein kann, dass sie einfach nicht genug Grundinteresse an dir als Mann hat. Das kann durchaus sein. Das hättest du rausgefunden, wenn du von Anfang an ehrlich und direkt gewesen wärst und ihr gesagt hättest, dass sie dich interessiert, hättest du das direkt rausgefunden. Jetzt musst du es so ein bisschen passiver rausfinden. Das heißt, es kann auch sein, dass trotz dieser ganzen Sachen sie einfach nicht wirklich Interesse an dir hat. Das kann sein. Aber mit diesen Dingen erhöhst du auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie Interesse an dir haben könnte. Und so kannst du halt immer wieder ein paar Frauen daten, ihr davon erzählen, ein bisschen mehr Körperkontakt mit ihr aufbauen. Und so kann es halt sein, dass über die Zeit bei ihr so ein bisschen der Eindruck entsteht, okay, es ist doch ein sehr attraktiver Mann, vielleicht möchte ich ja doch mehr von ihm. Und wenn du das gemacht hast für, sagen wir mal, weiß nicht, du hast das über ein paar Monate gemacht, sie hat gemerkt, du hast immer wieder Frauen getroffen, du triffst sie mit anderen Frauen, ihr berührt euch immer mehr, du flirtest immer mehr, also sei so ein bisschen spielerisch auch mit ihr, ärgere sie so ein bisschen, all diese flirty Sachen, lass die zu, mach sie auch aktiv. Und wenn du das über ein paar Monate immer mal wieder gemacht hast, dann kannst du irgendwann halt schauen und mal den nächsten Schritt gehen. Das heißt, du bist ja schon körperlich mit ihr geworden, ihr berührt euch ja schon regelmäßig und so weiter. Vielleicht kuschelt ihr ja auch schon, wer weiß, vielleicht massiert ihr euch. Und dann musst du einfach mal den nächsten Schritt gehen und die Frau einfach mal wirklich küssen in dem passenden Moment. Also nicht einfach irgendwo auf der Straße und so einfach so, sondern wenn du körperlich mit ihr gerade so ein bisschen dabei bist. Das heißt, Angela, wir kochen zusammen bei dir und dann berührt ihr euch so ein bisschen, dann massiert sie dich vielleicht gerade und dann zieh sie einfach kurz zu dir her und dann küss sie einfach und guck mal, was passiert. Ja? Vielleicht macht sie mit, vielleicht macht sie nicht mit. Wie gesagt, das hängt auch ganz stark davon ab, ob du generell ihr Typ bist, ob sie generell Grundinteresse an dir hat. Das hast du ja leider am Anfang nicht rausgefunden, weil du einfach auf Freundschaft gemacht hast. Aber das wirst du dann jetzt hinausfinden. Das heißt, du musst dich auch trauen, sie zu küssen. Und deswegen habe ich auch gesagt, es kann sein, dass du die Frau als beste Freundin verlierst, wenn du das machst. Und wenn ihr euch aber küsst, wenn sie dann mitmacht, dann mach einfach ganz normal weiter, als wäre das ein normales Date. Das heißt, geh vom Küssen über zum Sex, dann triffst du sie über mehrere Monate, ihr schlaft immer miteinander und unternimmt lustige Sachen miteinander, bis zu dem Punkt, wo sie dann irgendwann zu dir sagt, hey, was ist das eigentlich zwischen uns? Oder hey, ich würde gerne mehr von dir haben oder ich möchte gerne, dass du nur noch mich triffst. Das ist auch ganz wichtig. Nur weil du die Frau jetzt geküsst hast, heißt das nicht, dass ihr in einer Beziehung seid. Denn wenn du dieses freundschaftliche Beste-Freund-Ding machst, dann ist es wahrscheinlich, dass du keine oder nicht viel Erfahrung mit Frauen hast. Und dann denkst du wahrscheinlich noch, hey, sobald ich eine Frau geküsst habe, sind wir in einer Beziehung. Oder sobald ich mit einer Frau geschlafen habe, sind wir in einer Beziehung. Aber das ist nicht so. Ja?
küss die Frau, schlaf mit der Frau und dann unternimm mit der Frau über mehrere Monate lustige Dinge, habt Spaß zusammen, sei nicht eifersüchtig, triff weiterhin ein paar andere Frauen, küss sie weiterhin, schlaf weiterhin mit ihr und irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie dich fragt, was das eigentlich ist zwischen euch oder ob da mehr geht und so weiter. Und wenn du diesem Prozess folgst, dann hast du die größtmöglichen Chancen, mit deiner besten Freundin zusammenzukommen, in die du jetzt gerade verliebt bist. Das war's hier vom Donnerstag. Schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, mach das Quiz, in dem du rausfinden kannst, wie sehr du dich mit Anziehung auskennst. Gerade für dich, wenn du jetzt gerade in deine beste Freundin verliebt bist und das Ganze umdrehen möchtest, solltest du dich mit dem Thema Anziehung auf jeden Fall auseinandersetzen. Erster Link in der Beschreibung, klickst du einfach mal drauf. Hier unten in der Ecke kannst du auch nochmal draufklicken. Dort kannst du den Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Mach auch die Glocke an und oben geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.